Hallo, ihr lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play. Wir versuchen jetzt das, was wir sowieso schon Koordinaten gesperrt. Nicht geschafft haben. Das war das verkehrte Gebiet. Das war der Ocean. Wir versuchen jetzt eigentlich ins Feuer, nachdem wir uns jetzt ins Wasser teleportieren, versuchen wir uns jetzt ins Feuer zu teleportieren, um dort eine Anke zu ziehen. Also, grob gesagt, Alex hat gerade Fail gemacht. Wir wollten eigentlich ins Feuerbüro. Ja. So. Wahrscheinlich darf ich jetzt schön im Nachhinein alles synchronisieren, weil während des Teleports Teleport aktiviert. Die Aufnahme abbricht. Warum? Schnitt im Video und dann ist es asynchron. Da sind wir. Genau richtig. Gut. Ich habe 85 FPS, also jetzt habe ich gerade nichts mehr. 7, 78, 84. Teleport bereit. So, wir teleportieren jetzt nochmal richtig. War eine wunderschöne Aussicht. Ja. Ich finde das eigentlich ganz komisch. Bleib in der Bubble. Ja, ich bin in der Bubble. Oh, Stein und Rohsalz. Okay. Rohsalz ist gut, dann wissen wir schon mal, wo wir das kriegen. Hier. Weil ich meine, wenn wir hier jetzt rein theoretisch ein Haus hingezimmert hätten. Oder halt eine Klippenplattform, wenn es geht. Und dann der so auf Wasserhöhe. Beginnt jetzt. Wir müssen aber auch wieder so viel Metall. Da sind wir. Ah. Genau richtig. Ah. Archie? Level 85. Hast du Bruders dabei? Ja. Ich hab genug Feinde bei, also wir könnten ihn. Aber ich hab kein Fleisch bei. Ich hab ein bisschen gebratenes bei. Ich noch nicht mal. Archibolan, ja? Geht nicht? So, nein. Zweiter. Schuss. Dritter Schuss. Scheiße, der ging vorbei. Dritter Schuss. Bäh. Bin gleich tot. Voll den Arsch! Was? Aua! Aua! Wie siehst du? Fick dich! Pass auf, Überlebende! Ich sehe schon. Wieso heilt die Sau sich wieder? Sollst du einfach nur liegen! Aua! Ich bin auch gleich tot. Bleib, überlebe. Ja, ich versuch's. Oh, jetzt ist weg. Mann, nochmal getroffen. War hart. Komm, der muss doch gleich mal liegen. Oh, ich treff den nicht mehr. Nee, ich treff ihn nicht mehr. RST, wo ist das T? Ich heb mal dein Zeug auf. Hab dein Zeug. Kann mich jetzt aber nicht mehr bewegen. Und da ist ein Lava-Vieh hinter uns. Guck mal hinter dir, bitte. Alex. Da. Oh, scheiße. Gib mir mein Zeug. Hier. Ja, ja, ja. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Da. Da. Mir geht nicht. Da. Fleisch. So. Kann ich mich jetzt wieder bewegen? Ich kann mich wieder bewegen. Der Archie macht komische Sachen da oben. Wo willst du jetzt hin? Wir können nochmal versuchen abzuschießen. Nee, danke. Hat nicht gereicht. Vielleicht? Wo ist denn der? Da oben. Da. Er ist weggefahren. Mhm. Hast du Leder dabei? Ja. Gib mal. Komm her. Und mein Fleisch hätte ich auch gern wieder. Ja, Entschuldigung. Ich splitte mal kurz, weil ich habe kein Fressen mehr. Ja, ist gut. So. Mein Magen hängt ja schon an den Knienkehlen. Was ist das für ein Lava-Vieh? Greift das uns das an? Das ist der Magmasaur. Das greift uns normalerweise nicht an, kann aber passieren, wenn wir ihm zu dicht kommen. Da können wir Eier klauen von dem Vieh, aber dann ist es viel mit den Rückklicks und mit dem Bewenn. Nee, eine Anke würde mir vollkommen ausreichen. Eine Anke, Level 50, 60, 70, 100. Da ist so ein Glitch. Achso, ich habe deine Narkopfeile noch, ne? Glaube ich. Ich habe nur noch 13 Stück. Das kann sein. Wo bist du? Komm mal her. Ja, neben dir. So. Ich habe Metall gefunden.
Ich habe eine Idee, komm zu mir. Jo. Weil das Vieh nämlich... Ja, komm zu mir. Vollladen. Ich bin eh schon fast vollgeladen, also... Und zurück teleporten. Das Metall dann erstmal verwerten. Scheiße, komplett voll? Naja, so viel wie wir halt tragen können, dass wir uns, wenn wir zu uns zur Base zurück teleporten. Achso, ja, ich kann nicht mehr laufen. Ich auch nicht, bin trotzdem abhauen. Ja, okay. Ich bin bereit schon mal den Teleport vor. Ich mache hier noch ein bisschen drauf. Weg ist es. Mann. Bin dezent überladen. Ja, ich auch. Kannst du nicht einfach den Port erstmal machen? Ich habe gerade keinen Plan, wo meine Helden hier ist. Hier. Bei E waren die, ne? Was machst du? Ja, ich mache. Nee. Biom-Teleportation. Oh, der war ja. Bin abgerutscht. More easy. Wir waren in E, ne? Bei More. Ja. Reit schon mal vor. So, ich kann mich ganz minimal bewegen. Mit 150 Metall im Inventar. Wie viel hast du drin? Zu viel. 192. Bin bei 324 Gewicht. 220 kann ich tragen. Schmeiß ja jetzt alles raus. Alles, was irgendwie Gewicht hat, damit ich mich wieder halbwegs gescheit normal bewegen kann. Weil wir müssen damit rechnen, wir kommen jetzt nicht bei unserer Base raus. Das doof läuft nicht in deiner Nähe. Dann müssen wir uns zurück zur Base bewegen. Wie es ist. Da ist der Bronto. Kann mich bewegen. Wo sind wir? Was? Ne, wir sind sonst wo. Gelandet. Sicher, dass du... Wir müssen nach dem Westen, Schnucki. Ja, du hast teleportiert. Ich hab dich gefragt, ob ein E... Teleport bereit. Machst du schon? Ja. Okay. Bin ich hier noch in der Bubble drin? Ja. Die Bubble ist riesig. In der Bubble kannst du 100 Tiere mitschleppen, wenn es sein muss, glaube ich. Hinter mir! Der Kampfroller ist auch... Nicht im Ernst! Oh Mann! Och nee! Oh, das war zu gut. Das war zu gut, Entschuldigung. Oh! Das. Nein! Dieser Arg-Mittelfinger! Och Mann! Er teleportiert hier und sonst wohin! Versuchen wir es noch einmal, hm? Verpiss dich, Helena, und lass mich teleportieren! Ja! Lass mich teleportieren! Ich will mein Loot! Helena? Warte, ich mache erstmal die Betten hier. Jetzt hast du Helena sauber gemacht. Koordinaten gesperrt. Zeit für Teleport. Willst du mich jetzt mitnehmen, oder was? Ja. Warum? Warum hast du mich so? Du bist echt ein bisschen abgemagert aus. Du müsstest mal ein bisschen was essen. Ich bin schlank. Ein wenig magersüchtig. Alter. Aus meiner Sicht mit diesem Capro, der mit dem Moshops dahinter so... Tschu, ab durchs Bild. Okay. Oh Mann. Ja, ich sehe einen Sarko vor mir. Da sind wir. Wir sind tot. Genau richtig. Sei vorsichtiger. Diese Welt ist ja so schön. Nochmal. Ich glaube, das kann noch ein paar Minuten weitergehen. Okay, du kommst wieder zurück. Warte, lass mich jetzt die Betten wieder aufheben. Mhm. So. Da. Ups. Westen? Ich mach mal Südwesten. Teleport in Vorbereitung. Problem ist, da geht ja richtig die Party. Da waren ja drei Capros irgendwie und ein Sarko. Das war ja... Da waren zwei Sarkos, Schnucki. Oder zwei Capros oder was auch immer, die sehen fast gleich aus. Nein. Ist total easy.
So, Map. Da runterlaufen irgendwo. Gut. Geh mal Ich hier habe durch den 2 Stunden Gang. lang, mal an meinen Loot zu kommen, Der aber. Teleport beginnt jetzt. Da sind wir. Genau richtig. Ich bin schon wieder tot. Ja, respawn beim Bett oder so. Ich bin gerade in den Südwesten geportet. Ich muss ja so ein Stück noch da. Übertreibt halt, übertreibt halt. Sei vorsichtiger. Macht der Death Counter? Weil dann würde ich nämlich sagen, armes Schwein. Irgendwann mal, ja. Okay, auch wenn ich weiß, dass unser Barry, ich auch wenn ich weiß, dass unser Barry jetzt draufgehen wird, nehme ich ihn jetzt mit. Nein! Doch. Das ist das Einzige, okay. wie Du man so kommst da wieder Raben. zurück. Ja und? Kannst du Ach du Kacke! Das sieht gruselig aus! Heilige Scheiße! Ich hab ein tiefes Loch im Boden gefunden! Was? Das will ich sehen. Musst du mal bei meinem Stream gucken, hier ist Wasserloch, was richtig tief ist. Das im Sumpf. Bin bei Latitude 70, 71, irgendwie so. Und So, bei Barry. Longitude bei 62, 63. Irgendwie da so. So, Barry. Du darfst jetzt den Capro und alles verteidigen, während ich muss, Helena. So, warte mal, ich kann ja hier mal eben P, was hatte ich gerade gesagt? 70, 71, 75 und denke gerade so 63. Loch im Teleport in Boden. Vorbereitung. So. Na, schade. Im Boden. Loch im Boden. So. Find's gerade ganz lustig. Hier hätten wir mal ruhig bauen können. Was ist denn da drüben? Das ist ein weißer Petri. Ich habe Angst vor tiefem Wasser. Ich will nicht runtergucken. Oh, nee, da kriege ich Angstzustände, Alter. Lass mich raus hier! Auf geht's. Ich Koordinaten hasse sowas, bestätigt. ne? Ich habe richtig Schiss Teleport davor. vollständig. Ich habe mich jetzt schon mehrmals gehabt, wenn ich in so einem tiefen Wasser war, dass einfach mal Moser oder irgendwas Großes von unten kam und mich gefressen hat. Das ist eklig. Oh nein, Insektenschwarm. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Keine Fackel bei gar nicht. Scheiße. Koordinaten gesperrt. Zeit für Teleport. Leuchtende Steine. Das ist wie eine fette Schleimspur. Was hier schon wieder? Der Barry Nix! ist tot. Ja! Warum musst du mal alle unsere Viecher umbringen? Lass mich! Versuche zu überleben, während Teller teleportiert. Ich versuche mir auf altmodisch zu Helena, jetzt überlegen. mach hinne halt! Der Teleport beginnt jetzt. Oh. Hab ich mich gerade erschrocken? Was? Sei vorsichtiger. Ich will nicht mehr. Da war ein Schwein. Ich komm noch zu meinen Sachen. Ich krieg das noch hin. Nein, das ist kaputt. Das ist okay. Du kommst wieder zurück. Lass mich alle in Ruhe. Ich will doch einfach nur mal zu meinen Sachen. Alles ist ein weiter Weg noch, ey. Jetzt kackt habe ich wieder zurückgelaufen. Du bist zu nichts nutze, Helena. Was ist das? Oh, Willkommen im Terrorbird, ist Sanctuary das jetzt dein Exchange. Ernst? Die Viecher gibt's ja auch. Ich hab das nicht. War so Ka-ching. weit. Okay, Lass das uns hat noch das noch Ewigkeiten warm machen. gedauert. Kannst du mal ein Bett aufheben, bitte, irgendwie? Danke.
Wenn du keine Lust mehr hast, musst du nur Bescheid sagen. Ich hab Lust, ich bin nur gerade ein ganz klein wenig sauer. Alles gut, es macht schon Spaß, aber es ist halt gerade auch leicht nervig. Bitteschön. So, aber ich bin relativ weit gekommen zu Fuß, muss ich mal sagen. Was denn nun? Hi. Was denn jetzt? Ich habe gerade das Bett aufgehoben, in dem Moment, wo du gespawnt bist. Und dann bist du einfach so einmal durch den Boden, so durch die Decke, durch den Boden durch und dann wieder hoch. Oh Mann, oh. So, willst du mit mir kommen kurz? Ja, warte, ich will nur schnell noch eine Schmiede neu anreißen. Ich habe gerade meine kompletten Hexagone geopfert für Metall, damit wir uns wieder ein bisschen was machen können. Ja, aber nicht jetzt. Wir gehen erstmal, probieren erstmal nackig dahin zu kommen. Mach schon viel was. Mitkommen. So, wir müssen hier hinten durch erstmal. Ja, du hast Ahnung. Ich wäre jetzt zurückgegangen, komm, scheiß auf den Loot, ich mach mir jetzt eine neue Ausrüstung. So weit war ich jetzt gerade, deswegen habe ich gerade meine Hexagone ausgegeben. Wir probieren es noch ein, zwei Mal. Komm einfach mit, ich werde dir mal das Loch im Boden zeigen. Vielleicht können wir da nochmal kurz rumgucken. Mhm. Da aber kurz vielleicht verrecken einfach. Mhm. So. Warte, ich habe kein Stamina mehr. Dann warte, lass ich hier erstmal kurz ausruhen. Schon dabei. Oh. Alter, nein. Ich hab's fast geschafft und dann habe ich so ein scheiß Terrorbird an meinem Arsch gehabt. Hm, die laufen hier auch noch rum. Super. Das sind Informationen, die ich gar nicht wissen. So. Jetzt ist halt das härteste Haar. Ja. Es ist halt das härteste Arc ever. Das härteste Arc ever. Hier ist das Loch im Boden. Ja. Hier ist das Loch im Boden. Irgendwo hier. Da ist ein Parirenus. Ja. Guck mal hier, du kannst ja mal. Ah, genau, hier ist das Loch im Boden. Bring mal hier ins Wasser rein. Das ist eklig, ne? Oh mein Gott. Ja. Ist hier unten was? Mitten im Sumpf hier irgendwo da gottverdammten. Und da Alter, wenn jetzt hier Moser kommt, ne? Ja, das zählen wir dann. Ah, nee. Hier ist wirklich sowas wie ein Unterwasserweg. Ich bin zwar gleich tot in der Saufe, aber. Dazu bräuchten wir jetzt die Belzebufus. Ich esse. Ich sehe gleich die Nachricht. Bist du tot? Bist du nicht abgekratzt? Nein. Was ist das? Oh, komischer Affe. Hier ist wieder der Petri. Gut. Ich. Danke fürs Follow! Was ist es? Kalifo! Dankeschön! Ich gerade wieder mal voll erschrocken durch das Pikachu. Alex, wo bist du? Alex? Ich bin irgendwo. Im Nirgendwo. Da ist ein Barry. Da sind die komischen Fliegen, die haben mich schon wieder angevisiert. Anvisiert. Wo ist der sogar da lang? Ach, Scheibenkleister. Alter, das sind gleich zwei Schwärme. Wieder den Gang. Versuch mal außen rum zu rennen. Der Teleport beginnt jetzt! Hab dich gerade gehört. Du hast dich gerade weggeportet. Beim Teleportieren sind wir immer etwas schwummrig. Und tot. Ich. Guten Tag, Pato. Da rennen ja nur zwei Barrys, mindestens zwei Sarkos und mindestens noch ein Caproro. Na, dann würde ich sagen, ich lock die weg, so schnell wie es geht, und dann portest du dich wieder hin, sobald ich... Okay, das hat sich erledigt, ein Capro hat mich gerade gefangen. Wollen wir uns einfach neue Ausrüstung machen? Ja, schon dabei. Ich habe so keinen Bock mehr gerade. Da hinten ist der Metallbomb, da wollten wir eigentlich hin. Jetzt sind wir aber hier unten direkt. Dann geh doch zum Metallbaum und bring von da was mit. Wir haben doch nicht mal mit dem Stego dahin geschafft. Wie soll ich das alleine hinbringen?
denn kriegen? Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht respawnen zufällig, aber ich will gern schon im Bett spawnen. Wir haben heute den Stego gezähmt, wir haben heute den Stego verloren. Wir haben gestern ein Heilschwein und einen verloren, wir haben einen Heilschwein gewonnen und verloren. Also eigentlich haben wir effektiv nichts geschafft. Ja doch, wir haben unsere Basis ein bisschen erweitert, haben jetzt ein bisschen Platz hier, wir haben ein größeres Haus wieder. Mhm. Was greift denn hier schon wieder an? Iguanodon. Das bringt uns jetzt gleich ein bisschen Leder. Die ist 135. Tschüss. Gut. Haben wir genug Zeug, um wenigstens eine Axt zu bauen? Nee. Ich schmelze gerade ein bisschen Metall ein. Wie gesagt, kannst du ja mal auch mal deinen kompletten Hexagon auf den Kopf hauen, ein bisschen Metall kaufen, Rohmetall? Ja. Dass wir uns wenigstens wieder ein bisschen mit Pike und Armbrust und hast du nicht gesehen ausstatten können. Was machst du denn da draußen schon wieder? Ich gehe Narkobären farmen. Irgendwas greift hier schon wieder an. Das wird der Iguanodon sein. Könnten Sie das bitte lassen? Hör nicht auf. Naja, wenn er reinkommt und alles zerstört. Nee. Scheiß drauf. Ich würde den gern zähmen, weil der haut ganz gut rein und kann auch ganz gut tragen und ist vor allem schnell. Ja, die Viecher sind echt schnell. Ja. Ich hatte damals auf The Island mal einen. War aber nur Level 70 oder so. Ich liebe diese Viecher da. Gerne auch bei JWE. Ich würde das Vieh sofort zähmen. Ich würde das Vieh bolern und würde es sofort zähmen. Aber. Oh, das ist hier. So, Nebenhand, Rüstung, Sittel, Stufe, Waffen da. Ich würde sofort zähmen, aber ich habe ja gerade nichts. Ich habe nicht mal Pfeile. Oder eine Armbrust oder einen Bogen. Eine Lederrüstung müssten wir irgendwo noch im Schrank haben, ne? Ich glaube, ich habe einen Ersatz da gelassen. Gut, Lederrüstung ist das Problem. Zwei. Ja. Hier sind sogar zwei drin. Eins. Hose, oben, Füße, Hände. Einmal Hände fehlt höchstens, ja. Ja. Ja, ein bisschen Leder werden wir noch irgendwo haben. Also wir müssten mindestens 500 Leder oder so in der Smithy drin haben. Ja, Leder haben wir genug drin. Ich geh jetzt erstmal Metall sammeln. Mach das. Ich habe eben ein bisschen Narkobären gesammelt, dass wir ein bisschen Narkosepfeile machen, dass wir uns mal was Neues zählen können. Schon die Narkosepfeile sind ja auch alle weg. Ja, alles. Was ist das? Hier liegt ein totes Sakko. Ja, zerleg's mit der Axt. Ach, warte. Ich habe keine Axt, ich habe nur eine Spitzhacke, aber es gibt auch genug Haut. Ein bisschen Fleisch gibt's raus. Und was macht ihr so Schönes? Ich glaube, die Leute lachen. Ach Gott. Wenn das alles nicht so traurig würde ich jetzt selber lachen. Das ist es. So. Das, was ich immer sagte, wir ärgern uns, die Leute lachen. Hm. Mann! Ich hab dir eine Spitzhacke in Smithy gelegt. Danke. Na, einfach oder eine Metall? Metall. So, jetzt ist der Iguanodon auch tot, weil er hätte eh nur noch zweimal gegenschlagen müssen. Mhm. Ihn gleich umgebracht. Ja. Ja, Leder haben wir. Lalalala. Lass mich da rauf. Das war keine besonders gute Idee mit dem Zaun da in der Nähe. So, ja. Du brauchtest. Was brauchst du noch an Lederzeug? Ich hab meine Lederrüstung. Wo hast deine? Dann brauch ich mir wieder eine. Nee, du musst ja nur aus dem Schrank die rausnehmen und. Ja, scheiße, ob ich die nur repariere, ob ich sie neu baue. Wir haben noch Leder. Nein, wieso? Wer braucht weniger? Ja. Ich sag, wir haben genug. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1736 Leder. Sehr gut. Mhm. Hast du da Kaffee? Ja. Danke. Nerven beruhigen. Warum kriegen wir kein Metall raus? Ganz ehrlich, wenn ich die Fresse bald dicker hab, ne? Hm. Dann nehmen wir uns eine Rüstung und eine Grundausrüstung, um uns warm zu halten, zimmern uns eine 4x4 Hütte ins Eis, wo es wenigstens hell ist und nur ein paar Wölfe und so sind. Nur? Ja, sag mal ganz ehrlich, ich halte es fürs Einfachste. Weil da haben wir Metall. Ja, ist ja auch.
Wir müssen halt dann nur ein paar Elche klatschen schnell, damit wir uns die Rüstung machen können und dann geht das ja eigentlich auch. Eben, wenn wir im Haus, sag ich mal, genug Wärmequellen haben, zwei, drei Fackeln, Feuerstellen, Schmiede und so, dann können wir uns im Haus ja immer wieder hochheilen. Ja. Wir bräuchten dann halt nur ordentlich Fleisch. Also wenn wir uns eigentlich einmal Grund ausrüsten. Pass auf, wir machen das. Wie lange geht das? Ja, dann vorher? Lass aber vorher hier schnell noch ein bisschen, ein bisschen Grund zusammenbauen. Haben. Ich würde sowieso über zwei Ecken teilen. Gut, wir rüsten uns neu aus. Wir rüsten uns so weit auf, dass wir im Eis die ersten Anfänge machen können. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Hallo, ich bin Mitchell Lene. A fractal personality designed to be your guide. Just listen to me and you won't get yourself killed. Probably. I'm new at this too.